Ausbildung und Studium überschneiden sich in vielen Punkten. Wie entstehen hier die Synergien? Bei der Entwicklung der dualen Studiengänge wurden die Bachelor-Studienrahmenpläne de facto neben die Rahmenausbildungspläne der IHK gelegt. Man hat geschaut, welche inhaltlichen Überschneidungen gibt es, und dementsprechend wurden die beiden Pläne aneinander angepasst. Es gibt einige Inhalte aus den sogenannten Berufsfeldern, die Bestandteil einiger Module im Studium sind. Es gibt eine Abstimmung zwischen den Dozenten, die sowohl in den Lernfeldern als auch in den Studienmodulen tätig sind. Und man kann einfach Inhalte herausfiltrieren, die dann nur in einem Studienteil angeboten werden. Dieses Modell hat den Vorteil, dass man beispielsweise bestimmte Inhalte in den Bachelorarbeitsphasen auf akademischem Niveau anbieten kann und sich auch aneignen kann. Auch der Lernprozess wird ja im Studium anders geführt als in den Zeiten der Ausbildung. Und in den Zeiten der Lernfeldarbeit ist es dann so, dass ganz spezielle Kenntnisse vermittelt werden, die für das jeweilige Berufsbild typisch sind.